Ah ja, komm, zwei, komm. Komm. Ja, ich hab ja. Komm. Oh mein Gott, der kommt direkt auf mich zu. Ja, ich bin Deckung. Oh weia. Der rutscht vom Gesicht bis unter die... Alter. Mann, Aua. Ich hab den Kopf abgebrochen. Okay, mach die Staffel auf. Erstmal schnell Drogen rein. Warte, Klappe geht auf, Vorsicht. Ah! Direkt vor meine Füße, bitte. Wow. Jawohl, genau so will ich das haben. Wenn der Pilot die Begleiteskorte schon anfängt mit einem da weiß man schon so Du musst das so sehen. Das ist so, als würde ein LKW ins Smart-Rahmen. So, ich glaube, der Captain will jetzt in die nächste Mission starten. Hier ist schon wieder ein heilloses Durcheinander bei uns auf der Brücke. Und jetzt kommt Sawyers Anmoderation. Seine Kuh nicht unter Kontrolle, sage ich. Nicht unter Kontrolle. Schnauze an Deck! Sawyer spricht, so machen wir das. Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir sind weiter in unserer Starfarer unterwegs. Wir machen jetzt so ein bisschen Tour durch Crusader und Umgebung. Suchen uns das nächste raus. Wir haben uns überlegt, wir fliegen jetzt mal zum Kovalex Shipping Hub und probieren da mal aus, ein bisschen die Mission zu rocken. Und haben auf jeden Fall dabei Weezen, du bist mein Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Oh je, oh Gott, ich denke an Deutschunterricht. Oh. Ja, definitiv. Genau, neben dir sitzt Sly. Hi, Sly, hallöchen. Salve. Schön, dass du weiter dabei bist. Ja, dann haben wir noch Udoza in dem fetten Turm da oben drin. Doza, wie geht's dir? Ja, wundervoll. Ich sehe halt sehr wenig, aber ich habe zwei sehr große Wummen dabei. Das finde ich gut. Doch nice. Cool, und dann haben wir noch RC. Du bist in, was bist du unterwegs? Und du bist unsere Escort auf jeden Fall. In der Hornet Ghost. Sehr schön. Gebe ich euch ein bisschen Deckung. Nicht unbedingt das beste Escort-Schiff, aber das einzige, was ich habe. Na, das aber ist doch... schön aufgepumpt ist sie, ne? Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall. Gut. Ich habe den Turm auf Rotieren geschaltet. Ich sehe schon, ja. So, Captain, wir machen hier Rückwärtsfahrt. Ich sehe es schon. Sollen wir das ändern? Ja, bitte. Richte dich doch mal auf. Richte dich doch mal aus in Richtung Kovalex Shipping Hub. Okay, RC, ich bleib decoupled erstmal, ne? Passt aber bitte auf, nicht, dass du reinrauscht, wenn ich jetzt gleich. Ich hab flieg über die Strecke. Angst, das Ding ist 200 Meter fort. Okay, Kovalex Shipping Hub ist relativ schwer zu differenzieren. Ich würde jetzt einfach mal testweise. Ich habe so Salat vor mir mit Sprungpunkten. Ich spring mal nach Cryastro. Weezen, halte doch bitte noch mal ganz kurz das ganze Schiff an. Ich würde gerne die Position mal wechseln und mal gucken, ob wir jetzt Schaden genommen haben. Und dann gehe ich mal nach hinten. RC, bitte Achtung, ja, ich bremse jetzt. Ja, ich bin 500 Meter entfernt von dir. Hast du eigentlich, Weezen, eine Ahnung, wie viel Treibstoff wir noch haben? Eine Sekunde? Ich glaube, wir sind ziemlich voll, ehrlich gesagt, immer noch. Ich null. Wir machen null Fahrt. Wir haben noch... Ich kann nämlich wohl... 18.768.518. Okay, reicht doch. Ich wollte sagen, einem Wort reicht. Großartig. Für den Orbit um Crusader sollte es reichen. Okay. Weezen, ich sitze, du hast Sprungfreigabe jetzt. Gut. Also wie gesagt, ich muss einen kleinen Umweg machen, weil ich kann Kovalex von hier aus nicht differenzieren bei den ganzen Sprungpunkten. Also, wir nehmen mal Comrade 126 bitte, RC, ja? Spring bitte vor. 2,6. Ach, da. Okay. Ich muss sagen, dieser Kuppelöffensitz. Perfekt, dankeschön. Dieser Kuppelöffensitz bringt ganz schön viele Angaben an sich. Ich muss einen Blick machen, ich habe alles, was ich brauche. Das ist cool. Ich bin jetzt hier gerade am Engineering Terminal. Bodenkanal ist wieder frei. Gibt's das auch noch? Ach, oben, oder? Ja, oben. Und das ist auch ganz geil. Später kannst du hier die ganzen einzelnen Komponenten an- und wieder ausschalten. Das ist jetzt momentan noch ein Mocker. Zwei Piraten bei 126. Volltreffer. Okay, das ist kein Kampf. Wir springen direkt weiter. Darf ich den Sprung einleiten? Check. Gut, Achtung, Sprungsequenz. Ich leg mal mehr Energie auf die Schilde. Könnt mir ja vorne mal sagen, ob ihr das gerade seht, was ich mache. Ja, hab's off. Bei mir passiert jetzt noch nichts gerade in Schilden. Aktuell? Im Power. Ja, Ich hab's Power offen, bei mir passiert nichts. Ist ja komisch, okay.
Was passiert, wenn ich jetzt dann rumschwimme? Okay, wir sind bei 126 RC. Bitte Feindkontakt vermeiden, ne? Wir würden jetzt einfach uns weiter ausrichten zur Convalex Shipping Hub. Positiv. Check. Und wir gehen auf Gefechtsalarm. Dritter Redcon, 5 Redcons, 7 Redcons. Okay, check. Ich gehe auf Q-Speed, ja. Ja. Wow. Check. Wir haben ja zwei Reaktoren, ne? Wir haben Raketenloks an uns dran, wenn ich es richtig höre. Alles klar, ich wechsle mal auf die Schilde. Ja, ich versuch's. Entschuldigung, der Kurs liegt an, ja, auf Kovalex. Check, hast Sprungfreigabe. Raus hier. Ich springe, Achtung, Sprungsequenz, 4 Sekunden. Wir sind drüber hinweggesprungen. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Geh mal in die Eisen. Ja, mach ich schon. Treibstoff dürfte euch nicht ausgehen. Nein, aber jetzt sind wir schon wieder am anderen Ende vom Orbit. Warte mal. Wir haben immer noch 17 Millionen. Aber diesmal. Ich hoffe, ich finde es. Es tut mir leid. Das war jetzt irgendwie. Ist er weiter geflogen? Macht ja nichts. Colonel Sandfords, ha? So ist das mit wahnwitziger Geschwindigkeit. Das ist jetzt aktuell Cruising Speed. Das ist Cruising Speed gerade, ja. Ich versuche nur. Das Komplex ist also, weg. Man muss da. Also, eine M50 kann man nicht hinkommen. Wenn die ach, schon herrje. Sind, so das ist ja super peinlich schon wieder. Ich glaube, da oben ist es. Ich versuche es diesmal zu treffen. Das ist der Punkt, der unter dem obersten liegt, ne? Ich habe ein gutes Gefühl. Ob das klappt? Das Schöne ist, wenn du hinten an diesen Terminals sitzt und dann den Freelock-Toggle aktivierst, kannst du natürlich gucken und wenn du kannst du so links über die Schulter gucken, wo das Schiff jetzt hinfliegt. Ziemlich geile Optik eigentlich. Ja, ja, das looks good. Das hat besser funktioniert. Wir üben noch. So, mal sehen. Haben wir was auf dem Schirm? Sieht jemand was? Wir haben einen Kontakt. Ah, oh, sie ist da. Perfekt. Das bin nur ich, ja. Gut. Sly und Dozer, macht ihr euch dann bereit für einen EVA? Alles klar. Ich gehe runter. Das ist ein Check. Sehr schön. Okay, ich verlasse den Turm, ja. Weasen. Perfekt, ja. Du hast die Brücke. Dankeschön. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken oben. Ach, schön. Das werdet ihr wohl alleine schaffen, oder? Das schaffen wir alleine, ja. Immer diese. Okay, Captain, ich nehme meinen Schwarz. Jo. Wiesen, wie willst du deinen Kaffee? Mit Milch, aber ohne Zucker bitte. Ich will ohne Zucker, alles klar. Achtung, noch 30 Sekunden, bis wir jemanden raussetzen können. Ja. Ich sagen, Alter! Alles okay. Huch. Ja, wir sind gerade ineinander gelaufen, glaube ich. Dosa und ich. Der gute Kaffee. Ich bin einfach runtergesprungen, auf einmal steht da so ein Typ im roten Anzug. Ich meine, während Sawyer seine Akten da studiert, würde ich sagen, dass Sly und Dozer das EVA machen, oder ist deine Ausrüstung nicht flugbereit, Sly? War seine letzte Anordnung, ja. Also würde ich jetzt nicht wirklich machen, ich bin flugbereit. Ich bin auch schon bereit beim Raussprung. Hab die Waffe schon in der Hand. Also abgesehen von den Nein, das ist zu schnell. Abgesehen von den verspiegelten, noch zu PTU-mäßigen Scheiben, aber man kann echt rausgucken und da draußen sehen, was passiert, ne? Das ist echt. Also, ist eine Kleinigkeit eigentlich, aber es ist geil. Es sieht auch cool aus, wenn du einfach nur in diesem riesen Cockpit stehst und draußen an der Station vorbeifliegst. Das sieht so hammer aus. Entschuldigung, kann mir jemand sagen, ob ich jetzt zu. Wiesen, wir stehen, sind an der Heckschleuse bereit. Wir warten halt nur auf Kommando, um auszurücken. Ja, okay. Eine Sekunde. Also Sly, willst du vielleicht die Mission auch annehmen? Die PI? Warte, heb die Nase ein klein bisschen, Wiesen. Ganz kleines bisschen, jo, und jetzt geradeaus. Jetzt sollte es passen eigentlich, ne? Ja. Weiter. Und stopp. Ja. Okay, gut, wir stehen. Position ist perfekt. Okay Sly, hau drauf. Okay, Kaffee ist fertig. Ich komm mal wieder auf die Brücke. Sehr gut. Na, das hier wird nicht so lange dauern. Wir sind gleich wieder da. Bringst du mir Müsli-Riegel mit? Kann ich mal. Wer schießt denn da? Ups, sorry. Okay, gut, danke. Bitte nicht unmotiviertes Feuer eröffnen. So, Müsli-Riegel. Noch, braucht sonst noch jemand was aus der Kombüse? Oder? Gut. Ich geh jetzt nämlich nicht nochmal hoch. Okay, gut, um zusammenzufassen, halt, so, wir sollen Beweise dafür finden, dass der Unfall am Kovalex Shipping Hub nichts von dem Mann unserer Kunden verursacht worden ist. Und hier ist unser erster Hinweis. Also die Crew ist drin, die EVA-Mannschaft ist drin in der Station.
Ich laufe gerade durch die Gänge wieder zurück. Boah, Leute, es ist unfassbar, diese Ausmaße von dem Schiff. Das würde hier problemlos beide Landingpads vollstellen, ne? Ja. Sly, bist du bei mir? Ja. Ich setz mich mal auf den Co-Pilotensitz, Wiesen. Okay, der Aufzugsschacht ist frei. So, und jetzt ein fettes Alien aus dem Lüftungsschacht. Ja, diesmal habe ich eine Schrote, also das ist dann schon okay, damit kann ich um. Dito. Da sitzt der Wiesen neben mir. So. Okay, ja, schon wir mal die Checklisten durchgehen hier, ne? Genau, gut geparkt, Wiesen. Dankeschön. So, also vom Co-Pilotensitz. Sly, du hast echt recht hier. Man sieht wirklich alles eigentlich, ne? Ja, ja, wenn du links guckst, hast du zwei Lehrer da, wenn du rechts guckst, siehst du einen Flügel. Ist voll geil. Echt nice. Okay, hier ist verschlossen. Die erste war offen. Die Kaffeemaschine läuft noch. Ja, also die Kaffee ist fertig. Es muss nur. Nein, hier auf dem Kovalex-Hub. Hier ist ja alles im Arsch. Es hat ja eine große Explosion gegeben. Ja, die macht sogar noch heiß. 97 Grad. Die läuft noch und die Fressautomaten fliegen hier durch die Gegend. Okay, wir könnten eigentlich die Systeme runterfahren, ne? Um die Signatur zu verbergen, aber es macht keinen Sinn, weil wir eh direkt vor der Station liegen. Ihr ne? seid so das groß, also ich Sinn. Glaube, da müsste der Typ blind sein. Das ist so, als würde das RC, haben wir noch andere Kontakte außer uns hier? Negativ, im Moment nicht. Okay. Sag mal, Sawyer, hättest du Zeit, vielleicht die Schleuse zu schließen wieder oder wollen wir die offen lassen hinter uns? Die lassen wir offen jetzt, solange die EVA. Wir haben ja sonst keine Kontakte hier, auch kein Schiff, was nicht besetzt ist. Ja gut, okay, es sollte halt keiner aus dem Nichts heraus EVA kommen. Das meinte ich. So, ja, okay, wir setzen unseren Weg wieder durch den nächsten Aufzugsschacht fort. Check kurz mal abwärts. Ah, da unten ist noch ein Datapad. Aber Weasen, wir machen in der Zwischenzeit mal einen Frontwaffencheck. Okay, gut. Die großen B-Rings. Die wollten wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Dann würde ich sagen, gehst du mal in die Außenperspektive, oder? Ich bin in der Außenperspektive, ja. Perfekt. Das ist eine blöde Reflexion auf der Scheibe. Hm. Na, jetzt setzt du über auf Deck 2 okay. wieder. Ich würde jetzt mal die Frontwaffe abfeuern, ne? Ja, mach mal. Oh. Okay. Ja, nochmal. Oh. Wow. Ich meine, komisch, dass sie über Kreuz schießen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Die aber Druckwelle ist ziemlich beeindruckend. Ja. Eigentlich ganz gut, dass sie über Kreuz schießen, ne? Durch hast du größeren Radius. Schick. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist nicht Absicht. Und soweit ich gehört habe, machen die schießen erst richtig, wenn du ein Ziel ermistet hast. Ah, okay. Also das sieht auf jeden Fall krass aus. Das ich ist meine, Flak, ne? Es ist ein richtiger Flak. Wir könnten natürlich tatsächlich, wenn wir wissen, alles läuft glatt hier, könnten wir natürlich auch tatsächlich die Ghost opfern, ne? Wir könnten einen kleinen Test machen. Ja, nee. Was? Meine Ghost! Oh mein Gott. Na dann nicht. Du kannst dir ja anvisieren und mal testen, ob es funktioniert. Mal testen! Ich, mit diesen Waffen würde ich nicht mal testen. Ich glaube, das ist gut, etwas zu gefährlich. Leute, ganz kurzer Zwischenstand. Also wie es aussieht, haben die eine wilde Party gefeiert. Der Typ ist am nächsten Tag 3 Stunden zu spät zur Schicht erschienen, war immer noch restbesoffen und hat offenbar Scheiße gebaut, aber wir suchen weiter. Check. Ach, diese kleine Ghost da vorne. Zitterbibber. Schnüffel, schnüffel. Das ist ja unaufgeräumt hier. So, Leute. Sawyer, würdest du mal das Ruder übernehmen? Ich würde mal auf Toilette gehen. Ja, check. Mach ich. Perfekt. So, ich bin aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, die Toilette zu nutzen, gell? Eieiei, Leute. Wachwechsel auf der Brücke. Captain hat natürlich die Brücke. Ja, ich hab die Brücke. Sagen, ich übernehme. So, weiteres Starterpad gefunden. Und ich gucke mal, einfach mal testweise, ob ich die Toilette finden würde. Oh, Freeze. Mhm. Oh, na, war ganz gut. Ja. Wurde wahrscheinlich Sly, ich hab halt einen Schlüssel gefunden. Vielleicht passt der für den verschlossenen Raum auf Deck 3. Alles klar, ich komme. Oh mein Gott. Wenn man dringend muss, ist es echt ein Problem. Das ist ein langer Weg, ne? Aber Hauptsache mal getrennte Toiletten. Aber ist euch aufgefallen, das Farbschema ist wirklich komplett anders als von der Standardversion. Ja. Ist viel dunkler hier an Bord, ist viel dadurch viel militärischer aus. Okay, ne, irgendwie bin ich falsch. Ist da die Toilette? Ne, die Jaffa Röhre? Ah, hier ist der Lift. Hier ist der Lift. Toll, jetzt nehme ich den Lift total faul. So, wie war das im letzten Video? Passt eine Hornet in eine Starfarer? Nein, Moment, ich bin sofort wieder da. Wenn du die Nummer machst, dann benutze ich dich wirklich als Zielscheibe für meine Flakkanonen da vorne. Den Schlüssel verloren?
Dann setze ich dich das nächste Mal in eine Hornet ohne Energiegenerator und dann darfst du stehen. Also düster, wie es hier ist, das Kovalex-Hub ist echt schon echt gruselig. Ja. Ja. Ist das die Lampen fliegt. Aber auch nicht so hell. Dann kann also, man die auch mal nutzen. Ja, das stimmt. Ich hab jetzt meinen EVA-Suit nicht ausgezogen, aber ich sitze auf dem Pott, glaube ich. Ich kann es ja nur nicht sehen. Du willst jetzt mir ein Küsschen geben oder was, RC? Was hast du da vor? Nein, ich wollte einfach mal in die Brücke reingucken. Das sieht von außen nämlich auch nicht so geil aus. Mhm. Nee, das war auch nicht der Weg. So, ich versuche den Weg zur Brücke. Darunter, Maintenance Area. Gucke ich mal von außen jetzt, ob ich den sehe, wie der Weasen wieder reinkommt. Okay, jetzt wird es ein bisschen abgefahren. Der Witz ist nämlich, dass ich gerade eine E-Mail gefunden habe, die darauf hinweist, dass halt über das Kovalex Shipping Hub verstärkt geschmuggelt worden ist. Und darüber hinaus, dass die Schichtkollegin des Mannes halt unserer Kundin offenbar ihren Türcode von dem Standard geändert hat. Das hat das Security-Personal rausgefunden und hat mir den an die E-Mail angehängt, die ich gerade noch gefunden habe. Und Deck? Auf Deck 3 gab es ja halt diesen verschlossenen Raum. Dabei wisst ihr eigentlich, ob es so eine Mechanik geben wird, dass man dann halt so die Kanten greifen und sich abstoßen kann? Ja, ja. Pushing und Pulling ist einer der wichtigsten Punkte, der noch fehlt für Star Marine. Ja, dringend notwendig, weil halt eben hier, wie man durch die Gegend eiert, das ist halt alles andere als präzise. Ja, man haut einfach mal gegen die Bande im Gutes. Genau. Ich sollte hinten nicht auf die Galerie gehen, oder? Das nein, ist gefährlich, nein. Ne? Ich hab mich gerade verlaufen. Leute, der Schlüssel passt und in dem verschlossenen Raum befinden sich Waffen. Oder zumindest eine. Und wir können Party feiern. Ja, Suff gibt's auch. Und okay. Auch ein Datapad. Sehr gut. Dann sammel das doch mal ein. Ja, ich bin zurück auf der Brücke. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Gut. Oh mein Gott, was macht ihr hier? Dann übernimmst du wieder? Ja. Check, ich übergebe das Schiff. So geil, ich kann tatsächlich alles sehen, was ihr zwei da drin macht. Freeze? Jetzt geht's wieder? Freeze, aber jetzt geht's wieder. Ja, gut, alles klar. Jetzt ergibt sich's ja. Das Ding ist, sie hat offenbar den Mann unserer Kundin mit gespiktem Likör besoffen gemacht. Sie hat ihm da Drogen reingemischt, deswegen war er den nächsten Tag noch so krass hangover. Deswegen hat er diesen Fehler gemacht, deswegen ist das Ding in die Luft geflogen. Oh je, also war es ein Unfall? Es war ein Unfall seinerseits. Sie hat das aber getan, um halt diesen Kontrabandschmuggel halt zu decken, weil sie dann die einzige auf Wache war und sie hängt damit drin. Ach du je. Also kein Unfall. Also ein Ablenkungsmanöver eigentlich, ne? Ja, was schiefgegangen ist. Weil ich glaube, so haben sie sich das nicht vorgestellt. Ich lade das kurz hoch und dann kommen wir wieder raus. Check. Ich, Weasen, ich bin jetzt auf dem Weg hinten zur Luke. Dann können die beiden reinschweben und ich mache sie direkt hinter ihnen zu. Sehr gut, perfekt. Boah, jetzt... Was eiert hier? Also bei der Ghost ist auch extrem viel passiert im Design, ne? Die haben das Skin verändert, die haben sogar innen, glaube ich, die Displays verändert. Die fahren jetzt raus, okay, ne? Wir rücken raus, das war's. Und du hast mehr Displays jetzt. Das sieht Hammer aus, das Schiff, ne? Der Jäger, muss ich sagen. Ich bin an der Luke bereit. Entschuldigung, ihr seid auf dem Rückweg, hab ich. Wir sind auf dem Rückweg, ja. Sehr gut. Gott, ist die Starfarer riesig, ey. Wenn du hier rauskommst, du siehst halt erstmal überhaupt nichts anderes. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, von außen, die gäbe auch einen geilen Truppentransporter ab. Absolut, ja. Ich sag's doch immer. Man könnte, nee, statt der Tanks. Ja. Ja. Einfach halt so irgendwie Drop-Compartments, die man halt über den Planeten abwerfen kann oder so. Ja. Sag ich doch, und Panzer reinfahren hinten. Ja, könnt ihr mir ansagen, wenn ihr an der Heckschleuse gleich vorkommt? 5 bis zum Ziel. Ja, ich sehe euch. Und da ist die Uhr. Oh nein. Wir haben es übertrieben. Nein. Da ist es gegangen. Nein. Egal. Freunde, wir haben es geschafft. Die Mission ist beendet. Mann, das war so knapp. Dozer. Der Papier ist sie beendet. Ja, Mission genau. Ist beendet. Ist die Mission beendet. Wir enden doch jetzt immer auf dem Black Screen. Das hier. Ist doch klar. Thank you for your submission. Leute, ihr seht, es ist PTU. Wir enden fast immer auf dem Blackscreen. Das hat aber seinen Grund. Also hoffen wir, dass die Bugs bald gefixt sind. Hoffen wir, dass der Patch bald für euch alle live geht und wir dann viel mehr Abenteuer noch entwickeln können und vor allem längere erleben können. Vielen, vielen Dank, Leute, dass wir hier alle so zusammen zocken konnten. Das war echt geil, muss ich ehrlich sagen. Wir haben es geschafft.
Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt uns gewogen, kommentiert das Video, liked oder disliked unsere Episode, abonniert den Channel natürlich, wenn es um Star Citizen geht und wenn ihr up-to-date bleiben wollt und wenn ihr was für uns als YouTube-Creator für unsere Arbeit hier tun wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank, dass wir das zusammen machen konnten und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt gemeinsam mit einem 3, 2, 1 und See you later! Das war überhaupt nicht synchron. Synchron.